Hallo beim neuen Techniktipp. Heute geht es um Powerbanks. Ich habe die Folge genannt Powerbank 2.0. Warum? Die Powerbanks haben sich über die Jahre auch geändert. Die alte, leichtes Teil, hat man einen Ausschalterkenner, hat aber nicht viel gebracht. Dann hat es kleine gegeben, wesentlich stärker. Dann hat es welche gegeben, wo man gerade noch ein Flugzeug transportieren kann, wo richtig viel Power habe. Aber die haben sich weiterentwickelt, die haben mehr Funktionen jetzt. Deswegen Powerbank 2.0. Die erste mir bekannte Funktion, wo viele Powerbanks haben, ist, dass sie noch Beleuchtung anbieten. Wenn man unterwegs ist, das Handy fällt am runter, zieht man die Powerbank raus, leuchtet und sucht sein Handy als Beispiel. Ich habe es noch nie gebraucht, habe den Schritt übersprungen. Dann in diesem Winter haben wir Jungs sich Powerbanks gekauft mit eingebautem Handwärmer. Die sind ähnlich wie die großen Teile, haben noch eine Tasche oder Schalter und dann können sie mehrere Stunden angenehm die Hand wärmen. Ganz nette Idee, habe ich auch noch nie gebraucht, aber kann für manch einer nicht was Wichtiges sein oder Kaufentscheidung. Ich bin jetzt erst bei den neuen Modellen aufgesprungen. Die sehen zum Beispiel so aus. Dieses hier, der Display. Ich schalte mal ein. Mal sehen. Das Display informiert einem über den Ladezustand von der Zelle, wo drin ist, und über die Anschlüsse hinter. Der hat jetzt drei Anschlüsse, ein kleiner zum Laden und zwei USB. Der eine USB kann bis zu 1 Ampere liefern und der andere bis 2,1 Ampere. Hauptsächlich für ganz neue Handys oder größere Geräte. Aber das Besondere liegt innen drin. Das Teil kann man nämlich öffnen und dann kommt man an die Zelle. Man sieht, das ist ein bisschen groß. Das sind genau die Zelle, was ich in viele Taschenlampen drin habe. Und zwar hauptsächlich in der UV-Lampe sind die gern verbaut. Die nennen sich 18650 und sind Industrieakkus, wo im Vergleich zu anderen Akkus finde ich extrem viel Leistung haben. Und die entwickelt sich auch ständig weiter. Da gibt es die ältere, wo, wenn man die Volt mal Ampere rechnet, nur 3-4 Watt habe, bis zu der moderne, wo weit über 10 Watt habe. Also wo richtig lang und viel Leistung bringen. Dementsprechend sind die Generation von Powerbanks, wo man öffnen kann und solche Akkus drin habe, für mich sehr interessant. Man kann die Powerbank verwenden wie eine normale Powerbank, dass man Strom hat. Man kann die auch genauso laden wie Powerbank. Und man kann die Akkus tauschen. Das ist dann sinnvoll, wenn ich bei einem Geocache bei der Wanderung merke, oh, meine Akkus lassen nach von der Taschenlampe. Dann kann ich da eine rausnehmen. Meine Taschenlampe funktioniert wieder. Und das Tolle, die Powerbanks funktionieren auch immer noch, wenn weniger Akkus drin sind. Die gibt es mit 1, 2, 3 oder 4 von der Zelle. Ich habe jetzt die genommen mit 2 Zelle, weil ich maximal eine unterwegs mal rausnehmen muss und brauche und habe dann immer noch eine Powerbank. Das war für mich eine sinnvolle Anschaffung. Was kostet die? Wenn man in China bestellt, kriegt man so Gehäuse ohne Akkus ab 2-3 Euro. Bei Amazon glaube ich so 10 bis 15 Euro. Ohne Anzeige, mit
Anzeige fange ich auch so irgendwo an, so bei 10, 12 Euro. Wie gesagt, die gibt es mit für eine Zelle 2, 3 oder 4, dann wird es auch größer und schwerer. Für mich ist 2 Zelle optimal, aber es gibt noch drei wichtige Punkte, wo man wissen muss. Zum einen habe ich erstmal geschaut, ich habe so Messgeräte, so kleine, sind aus wie so USB-Stecker. Die zeigen mir Volt und Ampere an, der fließt und habe mein Handyklader. Und am Anfang war das ganz grausig, das hat fast nicht geladen. Dann habe ich gemerkt, zum einen gibt es richtig billige Kabel, USB-Kabel. Wenn man die wegmacht, wenn man die dran hat, gehen vielleicht 200 mA oder 300 mA drüber. Mit einem guten Kabel geht maximale Power drüber. Dann der nächste Schritt, die Akkus, wo drin sind. Da gibt es auch ganz verschiedene. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, da gibt es welche, wo insgesamt nur 3 Watt haben, bis welche mit 10, 11, 11,5 Watt heutzutage. Und die bringen auch verschiedene schnell ihr Strom. Dementsprechend kann das Gerät auch nur so viel liefern, wie drin steckt. Wenn man sich heute einen guten Akku kauft, die sind ja auch immer günstiger. Pärchen, glaube ich, so um die 10 Euro. Dann kommt man mit dem richtigen Kabel wirklich auf die Werte, wo draufstehe. Dass beim passenden Handy das mit dem Ampere geladen wird oder bei neueren auch wesentlich schneller. Mit schlechtem Kabel und schlechten Akkus dauert es 5 Mal so lang. Dann ist man beim Gesamtpreis, ich sag mal, wenn man das jetzt über einen deutschen Händler kauft, die Hülle 15 Euro schätze ich mal und die Akkus, ist man bei 25 Euro. Das ist mehr wie normale Powerbank. Aber normale Powerbank, wenn da eine von den Zellen kaputt ist und da sind die gleiche Zelle drin im Normalfall bei dem großen, muss ich das Ganze fortschmeißen. Hier tausche ich die Zelle aus, wo schlechter ist. Jetzt gibt es noch einen letzten weiteren Punkt außer Kabel und Akkus, wo wichtig ist. Der Stecker zum Laden. Ich habe Android und deswegen schaue ich, dass an meine Produkte überall auch der Micro-USB dran ist. Aber wo ich dann dort das Markenprodukt, sage ich mal, Tomo, gekauft habe im Display, habe ich nicht acht gegeben und habe eine Version erwischt. Der Stecker sieht genauso aus, ist aber für Apple. Deshalb muss ich dann im Endeffekt mit dem Apple-Kabel, wo dabei war, laden und kann das unterwegs nicht mehr meine anderen Ladegeräte verwenden. Das war Pech. Die gleichen Produkte gibt es von verschiedenen Händlern auch mit Micro-USB, dass die Android-Nutzer überall die gleiche Kabel verwenden können. Die Apple-Nutzer, für die ist es natürlich klasse, die können dann solche Produkte verwenden. Wieder viel zu viel geschwätzt, aber ich hoffe, es bringt euch was. Also, wenn ihr wieder Powerbank braucht, überlegt mal, ob ihr Zusatzfunktionen brauchen könnt, wie Licht, Handwärmer oder dass die 18650er Zelle drin sind. Und ja, dann, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr auch so Taschenlampe habt wie ich, immer genug Power dabei habt. Weiterhin viel Spaß bei Mixi TV, euer Mixi. Ciao.